Als Kind habe ich die Hochzeit der RAF ansatzweise mitbekommen. Die Fahndungsplakate, die hingen damals von 72 bis 77 an jedem öffentlichen Gebäude, also Schulen, Post und so weiter. Und über die Zeit hinweg waren auf diesen Plakaten immer wieder neue Gesichter. Ich habe mich als Kind gefragt, warum werden diese Leute gesucht? Ich konnte das natürlich damals nicht verstehen als Knirps. Und so böse sahen diese Leute auch gar nicht aus unbedingt. Also da waren einige Frauen dabei, die hätten meine Grundschullehrerin sein können. Deswegen hat mich das Thema auch später wirklich interessiert. Ja. Ich habe dann viel darüber gelesen, natürlich den Aust, der RAF-Komplex. Ich denke, jeder, der sich für die Geschichte der Bundesrepublik interessiert, wird um die RAF nicht hinwegkommen. Weil das ganze Themengebiet aber sehr komplex ist, also sehr viele Namen auftauchen und von mehreren Generationen gesprochen wird, also habe ich ganz schnell den Überblick verloren, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und mehr als fünf, sechs Namen auftauchen. Ich habe deswegen eine grafische Übersicht über jede einzelne Generation erstellt mit den wichtigsten Personen, dass man so in einem Zeitstrahl sehen kann, wann waren die aktiv? Wurden die verhaftet? Sind die noch im Untergrund? Oder wie haben die geendet? Also sind die noch im Gefängnis? Oder haben die sich umgebracht? Oder wurden die erschossen? Das alles erkläre ich euch jetzt. So, hier die erste Generation der RAF. Das bewegt sich alles so in einem Zeitraum rund um 1970 rum. Es fing also an mit dem Andreas Baader 1968. Und zieht sich alles so in einem Zeitraum, in einem aktiven Zeitraum, so bis Anfang der 70er Jahre. Also vielleicht nur 3, 4 Jahre. Ihr seht, dass die meisten Personen hier zwischen 1970 und 71 im Untergrund waren. Also hier rot unterlegt. Und nur zwei Personen ein bisschen später noch im Untergrund waren. Also der Kern der ersten Generation war also so um diese Zeit aktiv, 1970 bis 71. Wen haben wir da? Den Andreas Baader, der Gründer sozusagen der Roten Armee-Fraktion. Mit seiner Gefährtin Gudrun Ensslin und zusammen mit Jan-Karl Raspe und Ulrike Meinhof. Das sind so die vier Hauptbeteiligten der ersten Generation. Wir haben hier noch Irmgard Möller und auch Astrid Proll, Brigitte Mohnhaupt, Horst Mahler und Holger Mainz. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Punkt hier erklären. Dafür ist eigentlich Wikipedia sehr gut geeignet. Ich will nur, dass ihr hier seht, wer gleichzeitig aktiv war im Untergrund und so weiter und was mit den Leuten passiert ist. Naja, was ist mit den Leuten der ersten Generation passiert? Ja, letztendlich wurden alle geschnappt und waren im Knast, hier grau unterlegt. Einige sogar sehr lang, also hier Irmgard Möller, 22 Jahre im Knast, Brigitte Mohnhaupt, 25 Jahre. Und wurden aber dann auch entlassen. Ja, also es ist keiner mehr, der hier noch einsitzt. Ja, und der harte Kern, also die Vierergruppe Baader, Ensslin, Raspe, Meinhof, die haben sich umgebracht im Gefängnis. So, hier die zweite Generation. Das war jetzt wirklich die Hochphase mit den auch wirklich bedeutendsten Ereignissen, so mit der Schleierentführung und der Flugzeugentführung Mogadischu und so weiter. Wenn euch dafür interessiert, ist alles auf Wikipedia nachzulesen. So, wen haben wir denn hier als Beteiligte? Das sind eine ganze Menge, ja. Und wir sehen auch hier, dass einige recht lange im Untergrund waren. Das Ganze spielt sich hier so ab, so, ja, so ab Mitte der 70er Jahre, 75 bis Anfang 80er. Da waren so der Kern der zweiten Generation im Untergrund. Die Verena Becker, Susanne Albrecht, Christian Klar, der war sehr lange gesucht, Peter-Jürgen Boock, Inge Fied, Silke Meier, Henning Beer, Sieglinde Hoffmann. Ja, aber auch alle geschnappt worden, ja, hier grau unterlegt. Hier die meisten waren im Knast. Ein paar haben sich allerdings in die DDR abgesetzt. Das war hier Susanne Albrecht, Inge Fied, Silke Meier-Witt und der Henning Beer. Also die sind wirklich bis zur Wende, konnten die mit einer neuen Identität in der DDR leben. Ja, und diejenigen, die im Knast waren, sind tatsächlich alle entlassen worden. Als letztes der Christian Klar 2008. Der hat auch am längsten eingesessen, 26 Jahre. So, hier haben wir jetzt die dritte und auch bislang letzte Generation der RAF.
Das Besondere hier, drei Beteiligte sind nach wie vor nicht geschnappt worden. Ja, das ist also der Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette. Von denen vermutet man, dass sie nach wie vor Banküberfälle begehen und im Untergrund leben. Also es gibt tatsächlich aktuelle Fahndungsplakate, wo die drei Personen gesucht werden, noch immer. Gut, die Hauptbeteiligten der dritten Generation, Anfang der 80er und auch maßgeblich Beteiligte, das waren eigentlich Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld. Die haben also eigentlich die meisten Verbrechen Anfang der 80er Jahre durchgeführt. Die Birgit Hogefeld wurde geschnappt, war lange im Knast, ist mittlerweile entlassen. Der Wolfgang Grams wurde bei dieser Aktion erschossen in Bad Klein, 1993. Kann man alles auf Wikipedia nachlesen. Ja, und die eben genannten Staub, Garweg und Klette sind womöglich tatsächlich noch im Untergrund. Vielleicht schauen Sie ja jetzt gerade dieses Video, um sich zu informieren, wen gab es denn noch bei uns? So, die Eva Haule habe ich hier noch genannt. So ein bisschen aus persönlichen Gründen. Also die ist nämlich geschnappt worden in den 80er Jahren in Rüsselsheim, in meinem Geburtsort. Ja. Und das Eiscafé, in dem die damals saß, das kannten wir alle. Ja. Die saß auch lange im Knast, ist aber auch entlassen worden. Ja, danke für euer Interesse. Und lest Wikipedia, macht euch schlau, dann wisst ihr mehr. Macht's gut, euer Alex.